Die A350-Produktion wird doch nicht erhöht. Aegean Miles and Bonus, ja, die Statushürden einfacher denn je. Und mehr Hotels bei Hyatt und, um genau zu sein, über 100 Resorts. Und ich muss noch darauf hinweisen, heute haben wir einen geilen Business-Deal mit der Starlines für euch. Ja, nicht Lufthansa, aber trotzdem Starlines. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig, abonniert den Kanal. Danke für die, die den Kanal in den letzten Tagen und Wochen abonniert haben. Mit Dankbarkeit entgegengenommen. Vergesst also nicht auch zu kommentieren, Glocke anzumachen und zu liken. Das erste Thema, Airbus. Ja, Airbus hat ja den A350 so ein bisschen von der Produktionsrate reduziert. Man hat ja auch Streit mit Qatar und mit neuerdings Aeroflot, nicht persönlich, aber man darf halt keinen Handel treiben aus europäischer Sicht nach Russland. Und der Konzern hatte eine Anhebung von Flugzeugen angedacht, dass man also anstatt 6 Flugzeuge produzieren möchte. Das sollte gemacht werden im Frühjahr 2023. Aber macht man nicht. Also die sogenannte Krisenrate wird noch etwas länger bestehen bleiben. Carsten Spohr hat ja in dem Zusammenhang gesagt, ich hier will A350 haben, wenn zum Beispiel Aeroflot die nicht nimmt. Ich hier aber macht mir guten Preis. Ja, so wie das halt ist, ne? Aber die Sanktionen gegen Russland sind halt da mit 22 bestellten Airbus A350-900. Man hat ja auch erst 7 Stück davon geliefert, also es fehlen noch 15. Der letzte ging übrigens spannenderweise am 24. Februar über den Tisch. Das war der Tag, als der Überfall auf die Ukraine war. Ja, diese Weltlage ist natürlich für viele Fluggesellschaften problematisch. Gesperrte Lufträume, der Asienverkehr kommt nicht in die Pötte, wie Carsten Spohr ja gesagt hat. Und damit hat Airbus dann noch den nächsten hausgemachten Krach. Ich weiß nicht, ob es hausgemacht ist, vielleicht habe ich schon mal gesagt. Aber man hat ja das Problem mit der Farbe. Und jetzt hat man den dritten A350 storniert von Qatar Airways von Airbus-Seite. Und ja, man möchte da Schadensersatz haben und so weiter und so fort. Man hat hier auch 2 A350-1000er, die Qatari nicht abgenommen haben, auf 220 Millionen US-Dollar Entschädigung verklagt. Und ja, die dritte Auslieferung ist halt auch geplatzt. Was heißt das? Das heißt einfach, es werden weniger Flugzeuge weiter gebaut werden. Die Rate wird nicht erhöht im Gegensatz zum A320er-Serie. Da platzt man anscheinend schon wieder bald aus allen Nähten bei den Bestellungen. Da müssen wir mal schauen, was passiert. Ja, wie findet ihr den A350? Ich selber fliege ja mit dem A350-900 allerdings von Finnair von Stockholm nach Los Angeles. Also insofern, ich mag das Flugzeug. Kommentieren. Russland, das nächste Thema. Russland hat jetzt nach Eigenbekunden den Coronavirus unter Kontrolle und sagt, man möchte mit 52 befreundeten Staaten wieder regelmäßigen Flugverkehr annehmen. Und ja, man hatte halt jetzt die Operations wieder im Fokus und der russische Premierminister Mikhail Mishustin sagte, dass man diese freundeten oder freundlich gestimmten Staaten ab 9. April diese Restriktionen liften, also wegnehmen will, die wegen des Coronavirus da waren. Und damit möchte man also jetzt auch ganz normale Flüge, aber auch Charterflüge zwischen Russland und den anderen 52 Ländern starten. Dazu zählen Argentinien, Indien, Südafrika, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Türkei und so weiter und so fort. Man sagte natürlich, es wäre problemlos möglich, 15 Länder anzufliegen ohne Restriktionen. Das wären dann die, zum Beispiel die Staaten, wie ich ja eben nannte, Katar, Mexiko und so weiter. Auch die El Al ist wieder willkommen in Russland. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert.
und inwieweit die Russen da den Verkehr aufnehmen. Aber es gibt halt da Probleme. Warum? Ganz einfach. Gestern habe ich zum Beispiel, als ich auf Flightradar geguckt habe, was da so im finnischen Meerbusen vor sich hinfliegt, da war ein Airbus A321, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder ein 320er, von Moskau nach Kaliningrad unterwegs. Und ja, das ist doch, habe ich gedacht, sportlich. Aber Kaliningrad ist eine Enklave, da passiert ja nichts. Aber man hat halt das Problem, dass Flugzeuge ja hops genommen werden. Das hat ja zum Beispiel Antonov geschafft, dass man von der Wolga-Dnepr war es, glaube ich, dass man da Flugzeuge an die Kette gelegt hat, weil in deren Augen Zertifikate gefaked worden sind oder gefälscht worden sind, damit sie weiter fliegen können. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber nichtsdestotrotz will man weiter fliegen. Also Brasilien, China, Türkei, Israel, Indien, Pakistan, Südafrika, Nordkorea, verwundert ja keinen, Seychellen und Saudi-Arabien. Man kann auch natürlich sagen, dass man in der, ja, wie soll man es nennen, Rache, Revanche, 36 Ländern, die internationale Flüge durchführen, halt durch russischen Luftraum damit ja, schließt. Aber Emirates fliegt zum Beispiel mal A380er nach Moskau. Warum? Ganz einfach, weil die Regierung in Dubai das gesagt hat. Das hat ja Timothy Clark uns nochmal gesagt, dass er nicht wirklich da bestimmt, wer mitfliegt. Und wenn man halt auf die Boards, die Abflugboards guckt in Sheremetyevo und Domodedovo, da sieht man halt wirklich Fluggesellschaften wie Emirates, Air Arabia, Korean Air, Etihad, Sri Lanka, Qatar, Air China, Air Serbia. Und das sind dann halt auch wirklich Flüge, die von Flightradar auch angezeigt werden. Also wenn man halt diese Emirates IK-133, das ist der Moskau-Kurs, sich anguckt, da sieht man einfach, dass da viele, viele Passagiere auch fliegen müssen, weil sonst würde man ja den 380er nicht einsetzen. Sagt ihr, dass das ist richtig so, das sollen sie machen, oder sollte man die weiter isolieren? Wie ist eure Meinung dazu? Oder sollte man zum Beispiel Länder, die da noch hinfliegen, wie Katar oder aber auch UAE, sollte man diese dann einfach boykottieren? Was ist eure Meinung dazu? Auch da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status gibt es heute Neuigkeiten von Hyatt. Ja, ganz genau, Hyatt hat da von sich hören lassen. Und zwar hat Hyatt All-Inclusive-Marken im Portfolio. Und da muss ich einmal links gucken. Das wäre zum Beispiel Zoetri, Secrets, Breathless, Dreams, Vivid, Alua und Sunscape. All-Inclusive-Marken heißt ja auch, dass da alles All-Inclusive ist. Ihr wisst ja, mit Bändchen rumlaufen und dann so machen. In dieser Koalition von Marken hat man Zugang zu einem der größten Angebote von Luxusresorts im All-Inclusive-Bereich. Man kann da die Mitgliedsvorteile von Hyatt genießen. Heißt also, man muss nur warten, bis der Resort oder das Resort eingegliedert wird. Die werden phasenweise eingegliedert. Seit dem 4. April, das ist ja gestern, gibt es 6 Resorts in Cancun, dann 52 Resorts in USA werden ab 9. Mai eingegliedert und für uns in Europa natürlich sind auch europäische Resorts dabei. Wir haben hier kurz gerechnet, 52 plus 6 sind 58, fehlen 42, also sollten es in Europa 42 Resorts sein, wenn man sagt, über 100 mindestens. Gehen wir davon aus, dass in Asien keine sind. Und ja, wenn die dann halt Teil des Programms sind, kann man halt Points and Cash machen. Da kann man auch andere Sachen machen. Meilen sammeln, Vorteile. Heißt also, dass man da so eine Art Club Med-Urlaub machen kann. Ich persönlich bin kein Freund von Club Med. Ich gucke hier gerade auf der Karte, ob ich da was sehe, wo die sind. Aber da steht leider nicht ganz genau drauf. Da steht immer nur drauf, Europa in Kürze von Zoetri, Secrets auch, Dreams und Alua Hotels. Also insofern bleiben wir gespannt, was es heißt. Ein Thema, was ich vergessen hatte, und das will ich jetzt direkt spontan einschieben in die heutige Folge. Das ist das Thema Lufthansa-Meilenschnäppchen. Und zwar hat Lufthansa bei den Meilenschnäppchen nochmal eine E-Mail nachgejagt von der Presseabteilung, wo drauf steht, wer Lust hat auf Dolce Vita. Dolce Vita ist natürlich Italien. Ist das vielleicht irgendein Wink mit Ita? Ich weiß es nicht genau. Und da gibt es halt dieses Meilenschnäppchen-Special. Im April wäre also ein Städtetrip in die italienischen
Städte machen möchte, kann da gucken. Heißt also Städtetrip von Venedig oder Strandurlaub auf Sardinien. Reisezeitraum wie immer 15.05. bis zum 30.06. Und gebucht werden muss natürlich von heute bis zum letzten Tag des Aprils. 30. April ist es vorbei. Dann wollt ihr natürlich noch wissen, was gibt es an Meilen-Schnäppchen. Also Flüge mit Air Dolomiti, das ist ab Frankfurt zum Beispiel nach Turin, Florenz, Pisa, Verona. Dann ab München, Mailand-Linate, dann Malpensa, Olbia, BDS, was ist BDS? Gute Frage. Also Florenz, Venedig, um einige zu nennen. Aber auch die Lufthansa fliegt ab Frankfurt natürlich nach Linate, Malpensa und so weiter. Also da gibt es einige Ziele. Selbst mit Luxair gibt es Ziele. Oder mit der Eurowings ab Düsseldorf, Köln, Stuttgart oder Hamburg. Und die Meilenpreise, das interessiert euch natürlich auch. In der Economy Class bezahlt man 15.000 Meilen anstatt 35.000 Meilen und in der Business Class 25.000 Meilen anstatt 50.000 Meilen. Das sind die Meilen-Schnäppchen. Wer von euch hat das vielleicht sogar schon gebucht durch Zufall? Kommentiert es unten und vielleicht ist das ja etwas für euch, wo ihr sagt, hey, das ist eine tolle Geschichte. Wo es auch um Meilenpunkte geht, ist bei Ägäen. Ich habe Ägäen immer wieder so als Alternative wie Eurobonus, wenn Leute keinen Senatorstatus haben wollen. Und haben wollen ist falsch gesagt, ist halt einfach, wenn man den nicht aufgrund seines Flugverhaltens bekommt. Aber Miles & Bonus hat einfach einen, es ist zwar einer der einfachsten zu erfliegenden, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass wenn man die blaue Karte, mit der man anfängt, die Silber und die Gold hat, muss man halt immer für die Goldene zum Beispiel auch mit Ägäen fliegen. Da bietet sich so ein Inselhopping an. Man hat jetzt die Statusmeilen, die man erfliegen muss, ja, verringert. Und man musste vorher im Qualifikationszeitraum, wie gesagt, 2 oder 4 machen. 2 bei Silber, 4 bei Gold. Und es ging auch natürlich mit Olympic. Und man hat da die Werte um bis zu 25% abgesenkt. Es gelten die Zahlen noch wirklich bis zum 31. Mai 2023. Wer also den Silberstatus von Blau aus erreichen will, kann das mit 9.000 machen anstatt mit 12.000. Aber denkt dran, dass ihr mit Olympic oder mit Ägäen 2 Segmente fliegen müsst und natürlich 24.000 Status machen, wenn ihr nicht mit denen fliegen wollt. Also macht aber für mich keinen Sinn, weil damit verdoppelt ihr die Zahl. Um den Silberstatus zu erhalten, reichen dieses Mal 6.000 anstatt 8.000 und natürlich die 2.000 oder halt 16.000 mit dem Starlines-Partner. Wer dann auf Gold gehen will, der braucht 18.000 statt 24.000 und natürlich die 4 Flüge mit, ja, ihr wisst jetzt, mit Olympic, aber auch mit Ägäen. Wer da keinen Bock drauf hat, hat es auch schon verstanden, wenn er nicht 24, dann müsste 48, also das Doppelte, erfliegen. Status gilt immer 1 Jahr, Requalifikation sind 9.000 statt 12.000, 4 Flüge mit A3 und 24.000 mit jeglichem Star Alliance Partner. Also insofern sieht man einfach, dass das angepasst wird. Damit ist das Programm natürlich attraktiv, aber ich habe es ja auch gesagt, gestern, vorgestern, eigentlich fast jede Sendung, Senatorstatus ist relativ einfach zu bekommen. Ja, ganz genau. Also die Kulanzregelung ist schon tipptopp, aber wer Griechengold hat, kann ja unten schreiben und wer das dann für sich genutzt hat. Heute wollte ich euch noch eine, ja, nennen wir es einfach mal ein Special Deal vorstellen. Und zwar ist der mit Air Canada in der Business Class von Barcelona nach Los Angeles. Es ist ein Return-Ticket, also es ist kein One-Way. Der Sale ist im Moment weit offen, heißt also, bei diesem Sale gibt es kaum Restriktionen. Das Einzige ist halt, dass es in der Buchungsklasse P ist, kostet 1.500 und ein bisschen als Base Fare. Da kommen natürlich noch Steuern und so weiter dazu. Dann wichtig ist, dass man nur montags, dienstags, mittwochs und donnerstag über den Transatlantik gehen kann. Man muss, ganz, ganz wichtig, dass man 180 Tage vorher buchen muss, 6 Tage Mindestaufenthalt, maximaler Aufenthalt 12 Monate,
Stopover sind nicht erlaubt und natürlich das Ticket ist nicht refundierbar. Ganz, ganz wichtig. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, wie viele Meilen gibt das? Dann wollte ich das auch euch nicht vorenthalten. Buchungsklasse P ist da natürlich nicht ganz so dankbar wie ganz viele andere Buchungsklassen. Da müssen wir einfach mal reinschauen. Bei Air Canada selber gibt es, und da muss ich einmal kurz näher an den Monitor ran, man wird nicht jünger, da gibt es bei Air Canada 18.476 Meilen. Wer bei Miles & More bei Lufthansa sammelt, kriegt 12.318. Das sind auch dieselben Meilen, die man bei Scandinavian Airlines bekommt. Ist halt Buchungsklasse P. Aber wie gesagt, bei dem Preis von 1.500 ein bisschen in der Business Class. Und Mario ist ja hier ein Aficiando der Air Canada. Da kann man doch einfach nichts ausschlagen. Ja, was ist eurer Meinung nach der Deal wert? Wollt ihr da auch nach Los Angeles fliegen? Oder sagt ihr einfach, hey, nein, ich abonniere den Kanal, damit ich keinen Deal mehr verpasse, damit ich keine Nachrichten mehr verpasse aus der Welt der Meilen, der Punkte, des Status und der Aviation? Lasst die Glocke dann an, damit ihr auch wirklich benachrichtigt wird. Und kommentiert, kommentiert, kommentiert und liked den Beitrag. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, Ausgabe 95. Und auch wenn es ein bisschen improvisiert war mit dem Meilenschnäppchen, ich weiß nicht, warum ich es vergessen hatte, aber Gott sei Dank ist es ja eingefallen. Also insofern freue mich auf eure Kommentare. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart und bis morgen in Alter und in Frische. Also bis dann, ciao.